Hallo Menschen, heute kommt ein kleines Infovideo, denn ich werde in den kommenden Tagen zum ersten Mal an einem Lesemarathon teilnehmen, nämlich dem Minathon, der von Freitag Mittag um 12 bis Sonntag 22 Uhr geht. Für diejenigen, die es nicht wissen, was ein Lesemarathon ist, obwohl das, glaube ich, auf BookTube relativ bekannt ist, es geht prinzipiell darum, in einem bestimmten Zeitraum einfach so viel wie möglich zu lesen, also wirklich jede freie Minute oder also man kann natürlich machen, was man will, aber das ist so das Ziel. Das Ganze hat diesmal auch eine Art Überschrift, nämlich Nebliges abseits der Frankfurter Buchmesse, aber das ist nicht so direkt als Motto gedacht, nachdem ihr eure Bücher auswählen müsstet, sondern ihr könnt lesen, was ihr wollt. Und wenn ich das dann richtig verstanden habe, wird Mina, unsere Veranstalterin, deren Blog ich euch natürlich unten verlinke, dann an jedem Tag so ein paar Aufgaben posten, damit das Ganze etwas interaktiv wird und man auch etwas zu tun hat irgendwie, was man dann halt in seinen sozialen Netzwerken verbreiten kann. Muss aber natürlich auch niemand machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich erst dachte, oh super Wochenende, da habe ich ja Samstag frei und ich weiß nicht genau, wie ich darauf kam, aber ich muss zum Beispiel Freitag und Samstag halt jeweils eine 8-Stunden-Schicht arbeiten und ich glaube, da wird nicht viel mit Lesen und dann erst recht nichts noch mit irgendwelchen Aufgaben. Aber ich habe trotzdem vor, so ein bisschen zu filmen und zu vloggen, was ich dann aber erst am Ende irgendwann hochlade, also nicht jetzt jeden Tag irgendwie so einen kleinen Schnipsel. Und dann will ich euch eigentlich nur noch erzählen, was ich geplant habe zu lesen. Und zwar bin ich aktuell noch bei Das andere Berlin, die Erfindung der Homosexualität, eine deutsche Geschichte 1867 bis 1933. Eventuell habe ich das bis Freitagmittag schon durch, wenn nicht, würde ich halt noch die letzten Seiten mit durchlesen. Ist übrigens sehr gut bis jetzt. Und dann habe ich hier noch zwei Bücher, die ich durch die Hotlist, die besten Bücher der unabhängigen Verlage, entdeckt habe. Und die sind beide von unaussprechlichen Autoren. Das erste ist Tumor Linguae und da hat mir vor kurzem erst Karus Bücher gesagt, wie ich das aussprechen muss, aber ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt schon so schnell ein Video drehe. Der gute Herr heißt so ähnlich wie Eugenius Takshushin Dyki. Also ich gucke es mir nochmal an, wie ich es richtig aussprechen müsste. Dann mache ich es das nächste Mal hoffentlich besser. Und dann gibt es ein Buch Erbmütter und Welttöchter von Rauni Maga Lukari und Inga Marie Aikio Arianaik oder so ähnlich, es tut mir sehr leid. In beide las ich wie gesagt schon rein und es gab jeweils so ein Gedicht, was mich absolut überzeugt hat, dass ich es lesen will, aber die werde ich euch dann lieber mal in einer Rezension oder so vorstellen. Die dürften beide eigentlich nicht allzu lange dauern und dann habe ich hier noch einen Viererstapel, von dem ich mir etwas aussuchen muss. Ich denke, es wird dann eigentlich nur noch ein weiteres. Das erste ist halt sehr dick und deswegen vielleicht nicht unbedingt geeignet für einen Lesemarathon. Es wäre Das Schiff von Andreas Brandhorst. Andererseits klingt das halt sehr interessant, deswegen könnte es mich vielleicht schnell in die Geschichte hineinziehen. Das hier habe ich, also nicht als angefragtes Rezensionsexemplar, aber im Buchhandel bekommt man auch manchmal so Leseexemplare zugeschickt. Da wurde mir das eben weitergereicht. Klingt auch wirklich, wirklich gut. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und die anderen Möglichkeiten wären zweimal von einem Mängelexemplartisch. Einmal die hellen Tage von Zhu Jiabang, wo mich ja der Schwimmer absolut überzeugen konnte. Und sie scheint durch dieses eine Buch schon mit zu meinen Lieblingsautoren geworden zu sein. Aber ich möchte es natürlich nochmal überprüfen. Und dann hätten wir noch die 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez, was ich auch schon immer lesen wollte. Aber das vielleicht auch eher, na gut, richtig schwierig ist es vielleicht auch nicht, aber auch nicht so das, was man jetzt in einer Stunde mal schnell durchliest. Und zu guter Letzt bliebe mir noch eine letzte Möglichkeit, nämlich Heiligblut von Gisela Elsner. Das ist mein neuester Einkauf gewesen in meiner Lieblingsbuchhandlung in Dresden. Und der Buchhändler hat es mir geschrieben als das Gegenteil von Heimatidylle. Also, dass Gisela Elsner immer so dieses schöne Bild von Leuten, die in die Berge ziehen, zerstört. Und das klingt sehr, sehr spannend. Muss aber mal schauen, was von den Vieren ich dann wirklich anfangen werde. So, ich bin schon sehr gespannt. Wer möchte, kann sich bei Mina noch so offiziell anmelden. Dann wird euer Blog oder euer YouTube-Kanal verlinkt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach lesen, wie ihr wollt. Ihr müsst nichts mitmachen. Ihr könnt den Lesematon natürlich auch komplett ignorieren. Aber ich würde mich freuen, wenn noch ein, zwei mitmachen. So, ich weiß bisher nur von Booktubern, dass Verstand auch mitmacht. Und ich glaube, das waren alle Infos, die ich euch geben wollte. Wenn nicht, ist natürlich alles auch verlinkt von unserer Veranstalterin und da könnt ihr nochmal genauer nachlesen. Wäre schön, wenn noch jemand mitmacht und ansonsten sehen wir uns dann demnächst hoffentlich wieder.